Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Wir waren bei Overland und wir heißt in dem Fall meine Kamera und ich. Und die Kamera ausnahmsweise mal nicht von Vladi gehalten. Und dadurch muss ich euch ein bisschen was vorher erklären. Ich habe versucht mitzufilmen und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben, aber es ist ein bisschen chaotisch, weil ich immer wieder Leerlaufzeiten hatte, in denen ich filmen konnte und andere Zeiten, in denen das nicht so gut ging. Deswegen hatte Vladi die grandiose Aufgabe, hinterher trotzdem vernünftiges Video für euch draus zu machen. Das ist auch im Großen und Ganzen gelungen, aber manchmal sind die Gedankensprünge ein bisschen schnell. Und deswegen nehmt ein bisschen Rücksicht darauf, versteht, dass ich das alleine gefilmt habe und dann macht es auch Spaß, das zu gucken, weil Overland, glaube ich, schon ein paar spannende Sachen anzubieten hat. Während ihr jetzt hier das Video gerade guckt, weil ja jetzt gerade Wochenende ist, sind wir schon wieder für euch im Einsatz und sind gerade bei Pössl auf der aktuellen Händlertagung. Nächste Woche wird dazu das Video kommen mit den wichtigsten Neuigkeiten von Pössl für das Modelljahr 2024. Was das ist, in welche Richtung sich das entwickelt, ich bin selber gespannt. Das werden wir euch aber auf jeden Fall auf diesem Kanal hier mit auf den Weg geben. Deswegen denkt dran, den Kanal zu abonnieren und uns zu folgen, damit ihr da auch die Updates auf jeden Fall mitbekommt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinem Besuch bei Overland. Das passende Fahrzeug, was ich da abgeholt habe, kommt das Video auch demnächst. Auch das wäre ein Grund, den Kanal zu abonnieren. Das ist nämlich wirklich ziemlich komplex und ziemlich cool. Aber erstmal kriegt ihr so ein bisschen mit, wie es da aussah. Viel Spaß mit dem Video und bis bald. Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Eine komplett ungewohnte Umgebung. Das ist die Oper von Chemnitz. Warum bin ich da? Weil wir morgen früh ein Auto bei Overland abholen. Und zwar ein Westfire James Cook Allrad, den wir mit allen Finessen haben umbauen lassen und noch viel weiter umbauen werden. Hier kommt jetzt ein letztes Mal die Sonne raus. Ich kann noch schön den Sonnenuntergang genießen aus dem 6. Stock an der Oper. Wann wart ihr das letzte Mal in einem Hotel, wo gar keine Sicherheitseinrichtung vorhanden ist? Das ist schon überraschend. Aber trotzdem, dafür ist der Blick nett und ich hoffe, die Straßenbahn hört irgendwann auf zu fahren, damit ich nachher auch schlafen kann. Also, heute geht es um ein Westfire James Cook mit dem Overland rundum sorglos All-Inclusive-Paket. Wie das entstanden ist und wo das entstanden ist, das gucke ich mir morgen direkt bei Overland an. Das ist nämlich der Grund, weshalb ich hier in Chemnitz bin. Morgen früh im Hotel werde ich abgeholt von den Jungs und dann gucken wir mal an, wo und wie die das Auto umgebaut haben. Euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt erstmal ein paar Eindrücke von Chemnitz heute Nachmittag. Und dann sehen wir uns morgen früh bei Overland wieder. Viel Spaß mit dem Video. Und schon sind wir auch bei Overland. Heute alles ein bisschen quasi hemdsärmeliger, weil ich alleine unterwegs bin und ich versuche das einfach mal. Also ein bisschen back to the roots alleine machen, aber wenigstens muss ich nicht mehr alleine schneiden hinterher. Das, weshalb ich hier bin, oh, die Sonne ist hell, ist dieser wunderschöne James Cook, der hier hinter mir steht. Da gucken wir uns gleich an, was das ist, was das da oben ist und was das andere ist. Es ist schon alles ein bisschen abseits hier, Geier, wo wir sitzen. Also nicht, wo wir sitzen, sondern wo die Firma Overland sitzt, ist halt echt weit weg von Hamburg. Aber für gutes Material ist uns ja zum Glück kein Weg zu weit. Und ich muss ganz klar sagen, ich bin hier gerade so ein bisschen mit dem Christian durch die Produktion gelaufen. Es wird halt alles in Handarbeit hier gefertigt. Und das muss man ganz klar sagen, ist echt verrückt. So sieht die Dachreling aus, wenn sie in Rohform hier liegt. Noch gar nicht am Auto montiert, da kommt jetzt Stück für Stück alles dran. Das liegt alles einmal auf dem Kopf. Hier vorne der Raum, wo nachher die Scheinwerfer reinkommen. Und das wird nach euren Wünschen
dann gefertigt, so wie ihr das haben wollt. Für quasi alle Längen. Das da hinter mir zum Beispiel ist ein 7,36 Meter Sprinter, der da ist. Auch noch mal eine ganz andere Lösung. Einfach um euch noch mal Ideen zu geben. Der hat jetzt, ich versuche da mal dichter ranzugehen, oben zwei Lightbars von links nach rechts, finde ich auch eine super sexy Lösung. Und dann eben auch an der Seite die Lampen, die da dranhängen. Also, jeder kriegt hier so seinen Willen, dein Wille geschehe. Die Details von dem Sprinter gucken wir uns gleich zu Hause nochmal an. Das, was wir da gemacht haben, ihr seht das hier, wir haben einen James Cook, das heißt, wir haben ja den Hex Lightout. Ich muss das mal versuchen, hier letztendlich ja komplett rausfährt bis ungefähr hierhin. Das heißt, wir haben hier die erste Lösung, wo ihr trotz Allrad ein richtig vollwertiges Reserverad habt und wo ihr trotzdem noch zwei Fahrräder drauf bekommt und den Slide-Out aufmachen könnt, ohne die Fahrräder darunter zu nehmen. Also wirklich eine richtig coole Lösung. Das Ganze kann eine ganze Menge Kilos tragen und es ist wirklich jedes Detail selbst gemacht. Und dann haben wir den Wagen natürlich ausgestattet mit allem, was dazugehört. Ich gehe mal so rum, damit das Licht ein bisschen besser ist. Wir haben hier die seitliche Leiter. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mit euch zusammen da vernünftig hochgeklettert komme. Dann gibt es für die seitliche Leiter, die an dem James Cook dranhängt, zum Beispiel so ein, keine Ahnung, Raufkletterschutz. Das wird bestimmt einen cooleren Namen kriegen. Der ist jetzt, das ist noch der Prototyp, deswegen ist der noch nicht pulverbeschichtet, sondern einfach normal. Das Ganze wird abschließbar sein. Und dann kannst du das aufmachen und auch hier wieder detailliert durchdacht. Von innen noch eine kleine Ablage für was mit reinpasst. Und dann kann man eben einfach hochstauben. Das kann man bei jeder Leiter dann nachträglich wohl auch dranbringen. Auf jeden Fall eine praktische Sache. Und all diese Sachen, hier sieht man das so ein bisschen in den Verarbeitungsschritten, werden halt hier Stück für Stück mit zusammengesetzt. Das heißt, ihr habt wirklich vom Rohmaterial in Silber, das Rohmaterial liegt hier hinten. Ich darf hier einmal durchlaufen, hatte ich gefragt. Einfach vom rohen Material, daraus werden eure Dachreling. Und dann gibt es einfach die verschiedenen Lösungen, die da sind, die hier sind. Und es wird halt alles gemacht, quasi auf leeren Bogen und gemacht. Und hinterher dann pulverbeschichtet und dann ist das Ganze fertig. Für uns zum Beispiel liegen hier noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir mitnehmen. Wir haben, wo ist das Licht da? Wir haben für einen Sprinter, wo schon Lastrada-Fahrradträger ist, eine Reserveradhalterung, die möglichst schlank ist, damit das Reserverad trotz Fahrradträger passt. Wir haben den, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, Kompressorträger für die Horn vorne mit drin und Druckluft und auch für einen Ducato, andersrum, für einen Ducato nochmal einen Reserveradträger, damit auch das zusammenpasst. Also es gibt einfach die unterschiedlichsten Varianten. Und das hier ist was ganz Spannendes, aber das seht ihr in einem der nächsten Videos, wenn ihr euch dafür interessiert. Gebt mal Camp Scout als Stichwort ein. Da kommt das mit dran. Da haben wir nämlich, um die Probleme der TÜV-Abnahme Reserverad bzw. die Erlaubnis zu haben, Reserverad hinten dran zu haben, eine Kennzeichenwiederholung. Das Ganze aus massivem Material mit allen Lampen hier hinten mit drin, was einfach als Ergänzung zu den originalen Teilen mit dabei sein wird. Aber das kommt dann in einem nächsten Video. So, einmal. Vielleicht ein bisschen wackelig, Verzeihung. Und schon sind wir oben drauf. Ich drehe mal einmal um, damit ihr sehen könnt, was ich sehe. Also, wir haben hier vorne eine komplette Dachreling. Im Detail gucken wir uns das auch zu Hause nochmal an. Der Wagen hat am Werk schon eine Klimaanlage gehabt. Und alleine diese Querträger zeigen schon die Detailliebe. Aber das machen wir nachher zu Hause in Ruhe noch mal komplett. Ich glaube, wir machen, ich muss hier heil wieder runterkommen. Zusätzlich zu diesem Fahrzeug
oder andersrum, wir machen zu Hause noch mal ein ausführliches Video zu dem James Cook, weil der von uns auch noch mal einen ordentlichen Umbau bekommt. Da verlinken wir euch jetzt das noch mit rein, damit ihr das auch habt. Beziehungsweise, nein, das können wir ja erst machen, wenn das alles fertig ist. Mal gucken, was zuerst kommt. So. Also, entweder ist da jetzt schon ein Link oben drin, ansonsten kommt der in Kürze. Und da zeigen wir euch dann, wie das hier oben alles ein- und auszuschalten ist. Das ist nämlich mit richtig schönen Schaltern gemacht. Wir gucken uns an. Ach so, jetzt muss ich doch noch mal hochklettern. Bisschen durcheinander. Weil es gibt nämlich zwei verschiedene Varianten der Dachreling. Also, wir haben einmal das, was ihr hier gesehen habt. Die komplette Dachreling, eigentlich mit einem komplett begehbaren Dach, so wie das hier ist. Die besteht aus den Querträgern hier. Die gehören quasi mit dazu und wenn man will, sind hier die Zwischenteile noch mit dabei. Wenn man hier hinguckt, sind die nicht mit der Kante verbunden, sondern mit den Zwischenteilen. Und dann haben wir die ganze Dachreling, ich habe das Auto ab Werk mit den Grundschienen bestellt. Und da hängt das letztendlich dran. Wenn man, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfall. Man könnte das auch so regeln wie dort. Das ist jetzt ohne die BG-Platten, aber dadurch, dass der Wagen Sattanlage und sowas mit drauf hat und der Kunde die BG-Platten wohl auch nicht haben wollte, sieht das alles ein bisschen anders aus. Und der hat zum Beispiel ab Werk eine Markise mit drauf. Dann ist das so seitlich integriert. Ich finde es schöner, so wie wir es machen. Wir haben den Wagen bewusst ohne Markise bestellt und die Markise bekommt er dann von uns. Das wird dann so aussehen, wie das bei dem Wagen hier drüben ist. Und das ist was ganz Verrücktes, da gehen wir jetzt einfach mal rüber. Wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, ich bräuchte einen Sprinter, ist da zu sehen, ja. Ein Sprinter und möchte mit 4 Personen da drin schlafen können oder da drauf schlafen können im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnte das zum Beispiel eure Lösung sein. Vernünftige Dachreling und dann könnt ihr nämlich dort ein Dachzelt mit aufbauen, was euch wirklich die Möglichkeit gibt zu schlafen. Und anders als bei den meisten Dachzelten, die man so von Geländewagen und Co. kennt, ist hier die Lösung nicht von außen einzusteigen, also außen durch den Regen hochzugehen, sondern von innen aus dem Auto zu kommen. Und das ist schon auch eine ziemlich coole Lösung. Und da gehen wir jetzt mal rüber und gucken uns das mit an. So, und jetzt bin ich drauf auf dem Dach von dem Wagen mit dem Dachzelt. Hier ist es tatsächlich so, dass man das Dachzelt, hier, damit ihr mal einen Blick reinwerfen könnt, von außen natürlich auch besteigen könnte, aber eigentlich, und das gucken wir uns gleich von innen nochmal an, ist dort der Durchstieg von innen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass ihr eine originale Dachhaube nehmt, das heißt ein 50x70 Dachhaube, wo einfach es eine Adapterplatte dazwischen gibt und anstatt, dass wir selber Löcher ins Dach bohren müssen, nehmen wir einfach den Deckel von der Haube weg, legen das Dachzelt drüber und wenn irgendwann mal keiner mehr mitfährt, dann könnt ihr einfach die original Dachhaube wieder benutzen und so hat das Auto letztendlich den Doppelnutzen. 4 Personen oder 2 Personen, so wie ihr das wollt. So, jetzt sagen, ach guck mal hier, wir haben das, der Wagen, der war schon mal bei uns. Das hier ist der Träger für die, wie heißt es, Hängematte. Da machen wir euch nochmal einen Link rein, beziehungsweise ein, zwei kurze Eindrücke. In der Hängematte habe ich schon auf dem Auto gelegen. Das war krass, das muss ich ganz klar sagen. Das ist echt ungewohnt, so weit oben drauf zu sitzen. So, viele Leute sagen jetzt natürlich, Dachzelt oben ist mir viel zu kalt. Und auch hier ist eine wahnsinnig coole Lösung für gemacht. Und zwar, wie kann ich euch das am besten zeigen, haben wir hier die Möglichkeit, ich gehe mal einen Schritt auf der Leiter runter. Das Ding hier, was aussieht wie ein Kanister. Ist tatsächlich eine Dieselheizung, die hier auf der, so rum muss ich es machen, das ist die Dieselheizung, die hier, wenn man den Deckel abschraubt, eine Frischluftzufuhr hat und wo man da dann die
Warmluftheizung nehmen kann und sie einfach nach oben ins Dachzelt überführen kann. Das ist ein komplett autarkes System. Das heißt, der Kraftstoff, das ist eine kleine Dieselheizung, 2 kW, die hier drin steckt. Der Kraftstoff ist in dem Container oder Kanister mit drin. Und das ist über den Strom ganz normal mit über die Dachreling angeschlossen, weil wir ja durch die viele Beleuchtung hier oben sowieso den Strom haben. Das vielleicht einfach nur mal als Inspiration. Vielleicht sagt ja irgendjemand von euch, das könnte eine Lösung für mich sein, die da ist. Ich versuche jetzt mal heil hier wieder runterzukommen und dann gucken wir gleich mal unten, was wir da noch für Lösungen haben, beziehungsweise wie der Einstieg in der Dachhaube gedacht ist. Und das ist jetzt nochmal. Also ich sitze jetzt, das Licht ist ein bisschen schlecht, tut mir leid, das ist nicht mein Auto, ich will hier nicht dran rumspielen, weil das auch ein bewohntes Auto ist. Hier ist jetzt die Situation so, das ist der Blick von unten. Das ist kein Lastrada, bei dem ist die Dachhaube, also bei diesem Auto ist die Dachhaube quasi in Fahrtrichtung eingebaut. Das ist aber unabhängig von der Dachhaube, geht das, auch wenn sie quasi rechtwinklig zur Fahrtrichtung ist. Und hier ist jetzt das Zelt ja über dem hinteren Teil, das heißt, man würde über das Bett aufsteigen und kann dann durch diese 50x70 Haube oben in das Dachzelt, und das ist die Perspektive, die ihr eben oben gehabt habt. Und wenn man wieder unten ist, geht das in einen. Ah, ich gehe mal so ein bisschen ins Licht, dann können wir uns vielleicht ein bisschen besser sehen. Und das wäre eben egal. Wenn man da nach oben guckt, seht ihr, dass in dem Dachzelt oben noch eine zusätzliche Dachhaube mit drin ist. Das heißt, auch wenn das Dachzelt zugeklappt ist, das liegt dann genau hier über dem Midi-Hiki, habt ihr da auch wieder oben dann das vernünftige Licht. Also nochmal oben für euch den Rundumblick. Ich versuche das einfach mal. Ich sehe jetzt gar nicht, was ich filme. Ich hoffe, dass das halbwegs vernünftig funktioniert. Und das Loch, durch das man durchsteigt, dafür gibt es dann quasi passende Platte, die man auch noch oben drauf legen kann, damit man das auch natürlich auch zur kompletten Liegefläche macht. So, dann haben wir das auch gesehen und an diesem Auto will ich euch noch 2 Kleinigkeiten mitzeigen. Da gehen wir jetzt mal hin. Eine ganz spannende Kleinigkeit, die ihr haben könnt, wäre das hier. Das ist im Prinzip ein einfaches Blech, was in das Fenster, also erst Fenster runterlassen, das dann einklemmen und dann ist das hier einfach ein Belüftungsschlitz. Das Ganze hat einen Ansatz, und zwar eine Klimaanlage zu haben, ohne eine Dachklimaanlage zu haben. Wenn ihr so wie hier ein Dachzelt oder eine große Dachreling drauf habt oder es einfach gar nicht wollt oder drin wird es zu dunkel. Und ich drehe das jetzt einfach mal um, dass ihr das seht. Da würde mich ernsthaft interessieren, ob das für uns eine interessante Variante ist. So sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier in der Mitte eine EcoFlow-Klimaanlage. Wir müssen mal von beiden Seiten rangehen. Die wahlweise heizt oder kühlt. Das heißt, das, was ihr hier seht, ist einfach eine Lösung, die dafür da ist. Ich glaube, so ist ganz gut. Die dafür da ist, dass ihr nicht dauerhaft, wenn ihr mal eine heiße Nacht habt, könnt ihr so euer Auto zusätzlich mit beheizen. Und zwar, und das finde ich eine echt, das habe ich irgendwie nicht mitgeschnitten. Manchmal ist man dann doch ein bisschen betriebsblind. Ist diese EcoFlow-Klimaanlage eine normale Klimaanlage, aber sie hat einen großen Akku mit drin. Das heißt, ihr könnt mehrere Stunden, er hat mir eben gesagt, EcoFlow gibt das mit 8 Stunden an, das würde ich mal wahrscheinlich temperaturabhängig sehen, wahrscheinlich eher 4, 5, 6 Stunden. Das muss man einfach mal ausprobieren. Euer Auto klimatisieren, ohne eine Dachhaube für eine Klimaanlage wegzugeben, ohne 230 Volt Strom zu haben. Das heißt, wenn ihr mit dem Hund irgendwo steht und sagt, der muss jetzt einfach mal, das Auto darf nicht zu warm werden, könnte das eine perfekte Lösung sein. Wenn ihr sagt, 2, 3 Mal im Jahr habe ich einfach das Bedürfnis, mein Auto ein bisschen runterzukühlen, weil die Luft steht und es mir einfach zu warm ist, könnte das eine perfekte Lösung sein. Kühlleistung und alles, was dazugehört, schauen wir uns jetzt noch mal gemeinsam an. Dafür springen wir aber einmal kurz zurück nach Stove, weil ich mich damit selber erstmal auseinandersetzen muss. Und dann gucken wir, ob das für euch eine Variante ist. Für einen Sprinter sind die Adapter fürs Fenster fertig. Das heißt, ihr könnt über
uns die Adapter beziehen und natürlich auch die Klimaanlage mit dazu. Und so könnt ihr aus jedem Auto, was keine fest eingebaute Klimaanlage hat, trotzdem Auto mit Klimaanlage machen. Und das finde ich unterm Strich schon echt was. Das habe ich nicht kommen sehen, dass wir das heute mit dabei haben. Sagt mal Bescheid, ob das für euch eine interessante Lösung ist. Einfach unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob das weiterhilft. Weil wir immer wieder die Frage nach Klimaanlage haben. Wenn ich dann aber sage, du musst für deine Klimaanlage eine Dachhaube opfern und dann wird es dunkel von oben und du brauchst 230 Volt, was wir hier durch den Akku auch nicht brauchen, dann wird eine Klimaanlage super schnell, super unattraktiv. Wir suchen mal raus, was das Ganze preislich ist. Dafür springen wir jetzt zurück nach Stowe in unser kleines Studio und dann sage ich euch nochmal, was das Gesamtpaket kosten würde, weil es ja auch nicht teuer zu montieren ist, weil ja keine Montagekosten anfallen, weil die Klimaanlage einfach nur dasteht und ihr einfach nur das Material braucht. Die Klimaanlage, die man da einbauen kann, wir sind mal auf die EcoFlow-Seite gegangen, heißt EcoFlow Wave Nummer 2. Eine Wave Nummer 1 habe ich nicht gefunden, wahrscheinlich ist das Vorgängermodell. Das gibt es in der Standardvariante ohne Zusatzakku und ich glaube, dass, wenn sowas überhaupt für uns interessant werden sollte, wäre das die Wave 2 mit so einem Zusatzakku, kostet aktuell ungefähr 1.800 Euro. Das, was für mich ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ist, ihr könnt wirklich heizen und kühlen. Es ist gar kein Installationsaufwand und die schreiben hier tatsächlich 8 Stunden lang Kühlung damit. Das finde ich schon ganz gut. Und wenn man hier nach unten scrollt, das gucke ich mir noch mal kurz an, haben wir die technischen Daten. Na, wo sind sie? Da unten. Die Kühlleistung ist wirklich 1500 Watt. Eine klassische Dachklimaanlage, die wir in die Fahrzeuge einbauen, hat irgendwas zwischen 2 und 2800 Watt Kühlleistung. Also es ist ein ernstzunehmendes Klimagerät. Das für 8 Stunden ohne großen Montageaufwand. Warum nicht? Also da würde mich wirklich interessieren, ob das für euch eine interessante Option wäre oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema. Erzählt mir mal, wie ihr dazu denkt. So, jetzt wird es doppelt tricky. Schlechte Kamera, schlechtes Licht. Ich versuche es euch trotzdem zu zeigen. Das ist die Schalterbatterie für die Lichter oben. Natürlich vollkommen drüber, aber wenn ihr euch mal anguckt, was hier alles möglich ist. Wir haben in der oberen Reihe Yellow Lights, Spotlights, Rear Lights, Licht an der Markise. In der mittleren Reihe links Yellow, links, also nicht links Yellow, sondern links Gelb, links weiß, rechts Gelb. Und in der unteren Reihe das Horn, was ihr schon kennt, aus diesem Video hier. Bleibt ihr mal kurz da. Ich mache mal einmal die Hupe an. Ready? So, normal gehupt wird so. Und mit dem Kompressorhorn. Hat noch jemand Fragen, wo das Schiff gerade entlang fährt? Ein Panic-Knopf heißt alle Lampen an. Hauptschalter für die Trittstufen und das Ganze auch noch über ein Bluetooth-Modul steuerbar. Also schon vollkommen verrückt. Wir blenden euch ein, zwei Bilder mit ein, was man da machen kann. Das nehmen wir jetzt einfach von der Homepage von Overland, damit ihr da eine Idee bekommt. Hier ist einfach nochmal eine zusätzliche Ablage mit drin, dass ihr in dem originalen Sprinter-Fahrerhaus noch mehr Ablagefläche habt. Bei Lastrada geht das nicht, weil die das von alleine machen. Aber bei den ganzen anderen Fahrzeugen, das ist jetzt quasi einfach Werbung für Overland, wenn ihr zum Beispiel so einen Hümer Grand Canyon oder irgendwas in der Richtung fahrt, da passen diese Lösungen rein, dann habt ihr einfach eine zusätzliche Ablagefläche mit vielen schönen kleinen Details. So, wir gehen mal wieder raus. Zack, ich nehme euch einfach mal mit. Das ist der Gesamtblick von außen. Wenn ihr von vorne guckt, es sind halt unendlich viele Laternen dran. Auch das Thema hier, das ist Winde mit Frontbügel, inzwischen tatsächlich auch eintragbar. Kostet alles immer verdammt viel Geld, aber sind halt am Ende auch durchkonstruierte Lösungen. Und das meiste, was ihr hier seht, tatsächlich auch abnehmbar eintragbar. Und der hier auf jeden Fall auch. Das wären dann tatsächlich Lösungen, wo wir wahrscheinlich eher den Weg zu Overland euch vermitteln würden, weil so Sachen gemacht werden müssten wie, kann man das hier sehen? Na, ich drehe es mal so rum, dann kann ich es besser sehen.
Das ist der Abstandsregeltempomat, der dann natürlich nicht mehr da sitzen kann, wo die Winde vorher war. Das muss alles versetzt werden. Boah, da weiß ich auch ehrlicherweise gar nicht genau, ob das noch irgendwo zusätzlich mit angelernt werden muss. Aber wenn ihr euch das anguckt, hier mit der Beleuchtung unten und oben, dann ist da schon viel Brimborium dran. Schnorchel, auch eine robuste Sache, die da ist. Die Seitenleiter bin ich gerade hoch. Das ist das da. Und damit wir hinten noch mal einen Blick drauf haben, das ist eines der möglichen Hecksetups. Also die Grundidee ist, dass wir so einen Träger haben, der an den Scharnieren dranhängt. Und da könnt ihr eigentlich draufschrauben, was ihr wollt. Solche Boxen wie hier, solche Fahrradträger wie hier, das ist natürlich relativ hoch dann. Oder Reserveradhalter, das heißt, ihr könnt euch im Prinzip überlegen, will ich zwei Reserveräder oder will ich Box und Reserverad oder zwei Boxen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und noch eine Kleinigkeit mit dazu, was ihr zum Beispiel, man weiß ja immer nicht genau, wohin mit seinen Keilen. Es gibt zum Beispiel auch so Boxen, die ihr bestellen könnt, wo, ich glaube, hier ist nicht zu, genau, wo dann die Keile draußen am Auto, hier jetzt an der Reserveradhaltung, aber theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, an jeder normalen Verschraubung, Airline-Schiene, normalen Verschraubung wunderbar mit dran sein kann. Also alles so, wie ihr wollt. Und das, was ihr hier seht, wäre die Reserveradleiter, also andersrum, der Reserveradträger hinten mit Leiter nach oben. Das ist ja jetzt ein Auto, was eh alle verschiedenen Varianten nochmal aufzeigt. Und auch hier, wir haben ja immer das Problem, in dem Augenblick, wo wir ein Reserverad dran haben, wird der Blick auf die Rücklichter, da brauchst du einen bestimmten Winkel, von dem das von beiden Seiten zu sehen ist. Und das ist hier natürlich überhaupt nicht gegeben, weil in dem Augenblick, wo ich hier hingehe, sehe ich es ja schon nicht mehr. Deswegen hat der Wagen jetzt hier hinten, muss mal gucken, ob man das sieht, die Leuchtenwiederholung unten mit dabei, dass eben der Blickwinkel von beiden Seiten gegeben ist. Oder ihr sagt eben, dieses ganze Hecksetup verzichte ich drauf und nehme, wenn ich diese vernünftige Anhängerkupplung habe mit so einer Viererlochplatte, das mit dran und mache eben, und dann sind wir wieder zurück bei unserem Ausgangsauto, mache eben für meinen James Cook hier das mit dran. Ich entriegel das einfach mal kurz. Das sind nachher in der Benutzung nur eine Entriegelung hier. Eine Entriegelung hier. Und zack, kann ich den vollbeladen zur Seite schwenken. Und dann auf der anderen Seite hoch. Entschuldigung, bin ich kurz aus dem Bild gelaufen. Und dann habe ich das auch hier. Kann das jetzt auf beiden Seiten arretieren. Und habe dann quasi die Möglichkeit, den gesamten Slide-Out, ich glaube, so von der Seite sieht man das besser, den Slide-Out noch mal rein und raus zu fahren. Ja, so viel dazu. Hier kommen noch zwei, drei Kleinigkeiten dran. Das Auto schauen wir uns aber zu Hause noch mal in allen Details an. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Idee gehabt habt. Ich weiß, dass wir euch immer mal wieder irgendwie verrückte Sachen zeigen, aber man muss ja sagen, sind halt super schöne und super interessante Sachen und die heben sich halt vor allem von allem anderen ab. Und da muss man einfach sich überlegen, brauche ich das? Vieles von dem, was ihr hier seht, könnte man auch auf dem Ducato machen. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt hier nochmal auf das Dachzelt zurückbesinnt. Dachreling drauf, Dachzelt drauf, mit den Kindern Urlaub machen, das Ganze am Ende runternehmen und danach wieder die Dachhaube drauf machen, dann seid ihr nicht auf immer und ewig damit verheiratet. Und das Dachzelt zusammen mit der Heizung zum Beispiel kostet nicht mehr als ein Aufstelldach ab Werk. Man braucht aber natürlich die Dachreling mit dazu. Also man muss immer so ein bisschen den Doppelnutzen von allem sehen. Genau das Gleiche für unseren Heckträger hier. Das ist ein normaler Grundträger. Der kostet verhältnismäßig viel Geld. Das suche ich euch noch mal raus. Das müssen wir, ist das jetzt mal einfach so in der Größenordnung 3.000 bis 4.000 Euro wahrscheinlich. Werden wir sehen. Und wenn ihr nachher die Autos habt, um die das geht, besprechen wir das ganz konkret. Aber man hat hier einfach das wirklich an der Viererlochplatte. Das heißt, wenn ihr euer Auto irgendwann verkauft und das mitnehmen wollt,
könnt ihr das einfach abschrauben an das nächste Auto, auch wenn es ein Ducato wäre, mit ranschrauben, weil dann einfach diese Viererlochplatte, jedes Auto, wo so eine Anhängerkupplung mit ausreichend Stützlast da ist, kann das eben tragen. Muss man nur neue Adapter kaufen und dann würde das funktionieren. Also könnt ihr es danach entweder gebraucht verkaufen oder einfach mitnehmen oder am Auto dran lassen und der neue Besitzer erfreut sich daran. Ja, so, das war unser Rundgang hier bei der Firma Overland. Wir gucken jetzt noch mal einen letzten Blick hier drüber. Das ist einfach noch mal der Blick auf die Dachreling, damit ihr die andere Dachreling von der Seite seht. Die kommt ja im neuen Video dann nicht so. Ich gehe da mal einfach oben hin, kann kaum was sehen. Das ist quasi einfach eine normale Dachreling. Und dann haben wir hier vorne auch die Lichtbatterie. Und der Wagen hat auch vorne Seilwinde bekommen, dass man das mit dabei hat. Und der James Cook da kriegt seine Totalkur noch. Der ist noch vollkommen unangetastet. Ich bringe jetzt den wunderschönen James Cook, den wir mitnehmen, mit nach Hause. Da zeigen wir ihn euch noch mal ganz in Ruhe im Detail. Ich weiß nicht genau, welches Video jetzt das erste ist, was kommt. Wir werden sie gegeneinander, miteinander verlinken. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr dieses leicht chaotische ertragen könnt. Aber Togo Reisemobile und Overland, wahrscheinlich eine gute Mischung. Nicht wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall eine gute Mischung. Ihr müsst immer ein bisschen Geduld mitbringen, weil solche Individuallösungen einfach wahnsinnig aufwendig sind, aufwendig zu koordinieren. Aber ich glaube, unterm Strich kommt was Tolles bei raus, mit ganz besonderen Leistungen. Und wenn es genau das ist, was ihr sucht, dann sind das halt super schöne Sachen. Jo, ab nach Hause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder aus Stove. Schöne Grüße, bis bald im nächsten Video. Tschüss.